Hallo, heute ein kleines Intermezzo. Was ist das denn? Ja, kleines Zwischenvideo. Gut, ich hatte ja jetzt in meinem letzten Video gesagt, ich kaufe mir so eine andere Android-Box. Das ist die von Ameri. Und da habe ich gedacht, zu schade wegzutun. Ne? Was mache ich mit so einem Ding? Ne? Das ist also diese PC-Box, Android drauf und was tun damit? Ne? Gut, das Ding ist ja mit einem Ethernet-Kabel bei mir verbunden. WLAN benutze ich nicht, WLAN-Antenne ab. Das Ding so eingestellt, dass es nur über Ethernet im lokalen Netzwerk rumturnt. Ja, da habe ich gedacht, was mache ich mit dem Ding? Ein Vorteil ist natürlich, die Dinger sind leise. Da kam ich drauf, kann ich daraus ein NAS-Laufwerk bauen. Hier zu den Anschlüssen, Stromanschluss per USB, das Ding hat Strom, gut. Hier ist ein USB-Stick drin, zum Beispiel 32 GB, das wäre jetzt mein NAS-Speicher. Könnte auch eine externe Festplatte sein mit 1 TB. Hier in meinem Test 32 GB USB-Stick, darauf soll alles gespeichert werden. Was ich über einen anderen PC auf meiner kleinen Android-Box über das Netzwerk auf den USB-Stick übertrage. HDMI-Kabel, damit ich mal auf dem Monitor gucken kann, was das Ding so macht. Und ein USB-kleines Stickchen für Tastatur und Maus. Also das Ding ist momentan so eingerichtet wie ein NAS-Laufwerk. Wie habe ich das gemacht? Hier seht ihr mal das Bild, Live-Bild von meiner Webcam, wo ich auf den Monitor gerichtet habe. Ne? Weil das so ein bisschen zuckt, das liegt daran, ihr seht das Webcam-Bild live von dem Android-Gerät. Darauf habe ich jetzt installiert FTP-Droid. Und wie ihr sehen könnt, ist das Gerät so eingestellt, dass es nur über Ethernet Kontakt aufnimmt. Ja. Und wir haben, ich glaube, Licht wieder ausmachen. So, jetzt sieht man, FTP-Droid läuft, habe ich so eingestellt, dass es automatisch gestartet wird, sobald ich die Kiste einschalte. Gut, mein Android-Kistchen ist also mit meinem lokalen Netzwerk verbunden. FTP-Droid läuft. Und meine Firewall habe ich so eingestellt. Meine Firewall, jetzt muss ich mal eine andere Tastatur nehmen. Das ist ja verwirrend hier. Meine Firewall von meinem lokalen Netzwerk, dass die IP 111 nicht ins Internet darf. Mir gefiel das nicht, dass diese Android-Boxen ständig im Internet rumturmen. Ich will es ja nur als NAS-Laufwerk verwenden. Gut, wir haben also, wie gesagt, FTP-Droid drauflaufen. Natürlich musste man zum einmaligen Installieren dieses Apps noch eine Internetverbindung haben. Gut, jetzt sehen wir, FTP-Droid läuft und man sieht auch die Verbindungen, die mein PC, den ich hier im Moment im Video verwende, mit der IP30 zum Gerätchen, ne, zu der kleinen Box, wo ich vorher das Bild gezeigt habe. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Da hat ja die IP 111 bei mir, diese Android-Box, und surft, ne, also serviert über FTP. Ne? Über die IP 111 Port 2121 einen alternativen FTP-Port. Ja, jetzt FTP. Gut, habe ich natürlich dann eingestellt. Kann man hier oben mit diesem Symbol in der Ecke, hat man das gemacht, kann man hier oben sagen, starte oder stoppe den Dienst oder die Benutzereinstellungen ändern. Zum Beispiel habe ich da einen Benutzer angelegt, The Recrunner. Der muss natürlich FTP surfen, ja, also der muss da, ja, der Benutzer muss ein Zugriffsrecht haben, ne? Kennwort festgelegt. Und in den erweiterten Optionen musste ich erstmal einstellen, dass mein USB-Stick, ne, dass der hier als Verzeichnis genommen wird, da wo die Dateien drauf landen sollen. Ne? Das ist jetzt quasi unser Network Attached Storage, also der Speicher, wo es drauf landen soll. Gut, das eingestellt und gestartet den Dienst. Und das Ganze kann man noch mit den Optionen von dieser kleinen App so einstellen, dass das Ganze auch beim Start direkt läuft. Das zeige ich auch noch mal kurz.
Und zwar kann man da wieder zurück. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier fummeln. Ja, ich habe mit zwei Tastaturen gar nicht so einfach hier. Ne? Aber kompliziertes Video. Also, wir sind auf der kleinen Box. Wir können in den Einstellungen, in den Optionen uns noch aussuchen, dass diese, na, dass diese Anwendung FTP Droid automatisch gestartet wird. Und zwar auch dann, wenn ich das Gerät einschalte, ohne dass ich einen Monitor anhabe, ohne dass ich auf die kleine App klicken muss. So, und das zu Wi-Fi habe ich abgeschaltet. Ne? Brauche ich ja nicht, ich brauche kein WLAN. Ne? Internes Netzwerk langt mir vollkommen. Und dann läuft das so. Und was kann ich denn tun? Jetzt bin ich wieder auf meinem lokalen PC. Firewall, wie gesagt, dann hinterher so eingestellt, dass das Ding nicht mehr ins Internet kommt, aber natürlich im lokalen Netzwerk rumgeistert. Und dann kann ich hier zum Beispiel von meinem Ubuntu-PC aus sagen, stelle eine Verbindung her. Datei mit Server verbinden, und zwar eine FTP-Verbindung habe ich hier bereits gemacht. FTP, the reclamer, also der Benutzername, den ihr dort freigegeben habt, add und dann die IP-Adresse meines Android-Geräts bei mir 192.168.0.111, Doppelpunkt und dann der Port 2121, quasi ein alternativer FTP-Port, ne? Standardmäßig hat das 21 hier 2121. Eingestellt und hier seht ihr, greife ich bereits auf meine NAS quasi zu, meine netzwerkfähige Festplatte, ne? Was nichts anderes ist als der USB-Stick, der im Android-Gerätchen steckt. So, jetzt gehen wir mal aufs Bild. Darauf greife ich gerade zu, über das Netzwerk von meinem anderen PC aus greife ich drauf zu. Hier Android, hier läuft diese App. Die surft, also macht einen FTP-Service und ich greife auf den USB-Storage zu und kann dort jetzt meine Videos zum Beispiel ablegen. Und das Ding macht kein Geräusch, der USB-Stick sowieso nicht. Es könnte auch, wie gesagt, eine externe Platte sein und ich kann meine Dateien dort ablegen. Wer jetzt kein so ein Gerätchen hat, ist das auch nicht tragisch. Vielleicht habt ihr ein altes Handy. Dann macht das halt über WLAN, sei es denn drum, wer den WLAN mag, na, könnte im Prinzip das gleiche machen. Altes Handy, nur wie ihr daran, wie gesagt, dann USB-Stick anschließt, vielleicht mit irgendeinem Adapter, weiß ich nicht. Mit so einer PC-Box geht das prima. Gut, das kleines Intermezzo wollte ich nur gezeigt haben, bevor die andere Box kommt, mit der wir dann weitermachen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.